Schön, dass du da bist. Ich möchte mit dir nämlich ein Spiel spielen. Sag mal. Ich möchte wissen, da geht es auch ums Lügen. Da geht es darum, wie gut können wir lügen und wie gut kannst du mich von was überzeugen und wie gut kann ich dich von etwas überzeugen. Dieses Spiel erkläre ich gleich noch mal genauer. Es ist ein spektakuläres Spiel. Ich freue mich, dass wir es endlich mal wieder spielen. Das heißt, vielleicht sehe ich was, was du nicht siehst. So, jetzt möchte ich, jetzt müssen wir überlegen. Also, hinter dieser Bühne, die jetzt hinter dir ist, die du nicht sehen kannst, da wird jetzt gleich zur Erklärung was völlig Absurdes passieren. Weiß ich nicht. Ein Panda, der Einrad fährt und einen Bikini trägt. Weiß ich nicht. Ja? Okay. Irgendwas. Und ich muss eigentlich dir exakt, so exakt wie möglich beschreiben, was ich da sehe. Und du musst mich genau anschauen, denn es kann auch sein, dass da nur ein großes Fragezeichen ist. Und alles, was ich dir beschreibe, denke ich mir gerade aus. Okay. Und du musst am Ende sagen, habe ich dich angelogen oder nicht? Hat dieses Szenario wirklich stattgefunden auf der Bühne oder habe ich mir das ausgedacht? So, Runde 1. Also, ich sehe auf der Bühne... sehe ich Britt, die Talkshow-Moderatorin Britt Hagedorn. Sie steht in ihrem Studio, was natürlich nur angedeutet sein kann. Und ihre Gäste sind eine Biene, die gerade also streitet mit einer Torte. Zuerst dachte ich, es wäre Markus Kafka als Torte verkleidet. Ist er aber nicht. Habe ich jetzt noch mal genau hingeguckt, es ist nicht Markus Kafka, er sah nur kurz so aus. Aber es ist eine Biene, die mit einer Torte offenbar in Streit gerät und Britt probiert es mit ihrer Art, die wir ja kennen aus dem Fernsehen, zu schlichten oder aber auch hoch zu jazzen, damit sie sich endlich streiten, damit man was senden kann. Nein. Ich weiß nicht, eins von beiden ist, also so passiert das jetzt gerade. Und jetzt sind beide ein bisschen beleidigt, die Torte ist ein bisschen beleidigt, die Biene wirkt auch ungehalten, möchte ich sagen. Also ich glaube, dass da wirklich jemand irgendwas macht gerade, was ja. du da beschreibst, aber ich glaube nicht, dass es die Personen sind, von denen du gerade sprichst. Ja, dann wäre es also tatsächlich nur ein Fragezeichen. Also entweder ist das nur ein Fragezeichen oder genau das, was ich gerade beschreibe. Dann ist nur ein Fragezeichen. Dann ist nur ein Fragezeichen. Du glaubst nicht, dass da Britt steht Nein. und eine Torte mit einer Biene diskutiert? Nein. Nein? Nein. Naja, dann guck doch mal. Darf ich kurz einmal was fragen? Hallo, liebe Biene, liebe Torte, liebe Britt. Hallo. Hallo. Das ist ja einigermaßen erstaunlich, dich zu sehen. Erstaunlich, ja. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass ich so tolle Talkgäste bekommen habe. Ja. Sehr eloquent, muss ich sagen. Ja. Es hat eine große Freude gemacht, mit den beiden zu reden. Ja, aber sag mal, ist es nicht so, habe ich nicht immer gesehen, also das ist jetzt nicht praktisch eine komplette Reise in die Vergangenheit, sondern du bist auch irgendwie, du machst auch eine Sendung wieder demnächst, oder nicht? Top vorbereitet, Klaas, top vorbereitet. Nee, ist nicht vorbereitet, ich krieg das sowas ja mit. Okay. Ja. Also ja, nachdem ich ja nun eine ziemlich lange Pause gemacht habe, also, ja, ich würde sagen, Talkshow ist circa 9 Jahre her, ja. Fange ich jetzt tatsächlich wieder an. Ich kann's einfach Und nicht ist das so wie früher dann, oder was? Oder? Oh, so wie früher, glaube ich, nicht ganz. Also grundsätzlich ist es schon wieder Daily Talk. Ja. Es wird auch wieder tatsächlich montags bis freitags stattfinden. Allerdings jetzt um 16 Uhr, früher war es ja immer 13 Uhr. Ja, ich weiß, wenn ich früher aus der Schule gekommen bin, habe ich das auch. Ja, was genau. soll denn das heißen? Ich hab's auch immer gesehen. Ja, ich bin sofort, das immer, konnte ich noch immer schnell Und Arabella nachformen. Um 14 Uhr. Arabella 14 Uhr, genau. Und ja. manchmal, wenn ich ganz früh gekommen bin, 11:30 Familienduell noch. Wow! Ja. Stimmt. Okay, das ist aber nun noch ein Eon davor gewesen, würde ich sagen. Ja. Aber vom Grundsatz habt ihr natürlich recht. Ja, ich habe es verstanden. Ich bin noch mal einen Schwung älter als ihr. Ach so, so haben wir das nicht gemeint. Nein, wir sind in absoluter. Wir sind einfach auf der Retrowelle ein bisschen zu weit nach hinten gesurft. Und da in dem Bereich schwimmst du. Wir sind Fans. Aber das freut mich total. Ich übrigens auch. Wann geht's los? Am 24. Oktober starten wir und 16 Uhr Sat.1 und ich freue mich total. Und es wird tatsächlich wieder so sein wie früher, nur vielleicht etwas gesitteter. Vielen herzlichen Dank an die Biene und vielen herzlichen Dank an Markus Kafka noch. Ja? So, also. Tschüss, danke. Britt, Wahnsinn. So, guck mal, jetzt musst du dich hier hinsetzen. Ja. War das wirklich Markus Kafka? Nein. Ich dachte, das wäre Markus Kafka. So, wir kommen jetzt zur Runde 2. Also
Also ich sehe hier einen Maler, malt ein Bild, das sieht aus wie die Mona Lisa. Und das ist aber gar nicht die Mona Lisa, weil das Gesicht, also der eigentliche Mona Lisa, da bin ich drauf. Also mein Konterfei. Und ich habe lange Haare auf, also ich Mona Lisa als ich einfach. Und der Typ, der das malt, das ist der Typ, der im Fernsehen immer diese Bilder malt, diese weißt du, nachts so. Beltracchi. Nee, Bob Ross. Ich glaube schon, diese LSD-Bilder. Der, ne? Ja, der steht da und der malt mich als Mona Lisa. Also wenn das nicht stimmt, dann ist das hier ein ganz interessanter psychischer Einblick, den du uns gewährst hier. Ich glaube, du bist, wie ich dich kennengelernt habe, bist du ein bescheidener, zurückhaltender, eben einer der nicht verrückt gewordenen Schauspieler. Und das will ich dir wirklich mal sagen, weil da gibt es ganz wenige davon. Das ist jetzt mal an der Seite mal ein Kompliment, was ich dir machen möchte. Okay. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich, wirklich da ist, weil du so eine Hybris hast du nicht, dass du denkst, du bist die Mona Lisa. Ich guck mal. Okay, sehr gut. Schick, ich bin so schlecht im Lügen. Sehr schön, okay. Naja, haben wir wieder was für eBay. Wir legen jetzt los mit der nächsten Runde. Ich erkläre. Also ich vermute, es ist eine künstlerische Interpretation von etwas, was dir vielleicht nahe ist aus deinem erweiterten Berufsumfeld, weil das, glaube ich, sehr gerne im Kino gegessen wird. Allerdings in dieser großen Form habe ich so noch nicht gesehen. Es ist also ein, ich denke, ein überdimensionaler Nacho, der von zwei riesengroßen Händen, die offenbar nicht echt sein können, weil sie also sonst von einem Riesen praktisch kommen müssten, in eine unglaublich große Käsetasse oder Käse, wie nennen wir das, Schale, hineingedippt werden. Und ich warte jetzt wirklich auf den Moment, wo einer kommt und es abbeißt, weil das wäre wirklich noch mal... Das ist doch Quatsch. Das wäre Next Level. Nein, ich glaube dir nicht. Es ist ein also es ist, um es zu sagen, es ist wie, ja, also... Wie eine, nee, ich glaube dir nicht. Und jetzt ist dann vorbei, oder was? Nein, ich glaube dir nicht. Und das reicht, das ist dann einfach so, ich glaub oder was? Dir da braucht man sich gar nicht Nein, mehr anstrengen. Nein, das klingt zu erfunden. Ein großer Nacho, wo soll sowas denn gehen? Du suchst schon nach Worten. Wieso? Das bringst schon so nach den nächsten Ja, weil Lügen. Ich nicht jeden Tag Nacho sage, ich mag sowas nicht. Ich esse auch keine Nachos, vor allem nicht so große. Nein, das glaube ich nicht. Mich nerven auch Leute, die fressen im Kino. Nerven nicht Leute, die fressen? Glaubst du nicht? Ja? Glaubst nicht? Nein. Ja, guck doch. Ja, okay. Ja. Aber nicht schlecht. Schon geliebter Lügner. Ja, naja, ich bin ja, arbeite ja beim Fernsehen. Das ist natürlich, als Schauspieler ist man ja kein klassischer Lügner. Ich höre kein klassischer Lügner. Das ist immer dieses Vorurteil. Das hört man so oft irgendwie, ja, du bist der Schauspieler, du kannst bestimmt voll gut lügen. Ich bin wirklich der schlechteste Lügner. Ich lüge tatsächlich nicht. Ich hab einmal in meinem Leben gelogen, wirklich, weiß ich noch. Mhm. Da war ich 6 Jahre alt und ich ist schon verjährt mittlerweile, glaube ich. Ja, ich habe Huba Buba geklaut. Oh. Im Supermarkt und ich bin nach Hause gelaufen, hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, ich hab den so vor ihr gekaut und sie meinte, wo hast du denn her? Dann bin ich aus dem Supermarkt. Dann musste ich mit ihr zurückgehen, mich entschuldigen. Mhm. Und ich schwör's dir, ich habe seitdem nie wieder gelogen. Das ist das Schlimmste oder nie was so, das ist so irgendwas gemacht, was so in die Richtung geht. Aber es hat trotzdem, finde ich, Spaß gemacht, dieses Spiel mit dir. Trotzdem, deswegen, es ist unentschieden. Das heißt, keiner kriegt einen Preis, es ist traurig. Wieso unentschieden? Ja, weil jeder hat einen Punkt. Du hast einen Punkt, ich habe einen Punkt und jetzt spielen wir aber nicht mehr weiter. So ist das. Aber weil es eh keinen Preis gibt. Es gibt eh keinen Preis. Und das ist egal. Ja, und das ist ja jetzt auch nicht der große Spieleabend, das ist immer noch meine Sendung hier. Ich muss jetzt weitermachen. Ja? Das ist gelungen. Und ich freue mich, dass wir beide jetzt gemeinsam noch was erleben werden. Denn ich habe noch wirklich eine wunderbare Gästin gleich hier. Sie wird auf der Bühne stehen, sie heißt Luna. Und die werden wir jetzt gleich gemeinsam erleben. Aber das hier war erstmal mit Elias Mbarek. Vielleicht sehe ich was, was du nicht siehst.